Willkommen in Deutschland. Ist das so mit den Flüchtlingen, die gerade nach Deutschland kommen? Wie ist das mit der Willkommenskultur in Deutschland? Das möchte ich besprechen mit Rupert Neudeck. Sie kennen sich seit Jahrzehnten mit Flüchtlingen aus, mit der Hilfsbereitschaft der Deutschen. Und wir wollen sprechen über diese Erfahrungen, die Sie gemacht haben, hier im Haus der Geschichte in Bonn. Das ist eine Umgebung, ja, die könnten Sie eigentlich sogar genau kennen. Mit 6 Jahren sind Sie eigentlich selber Flüchtling gewesen. Sie haben gesagt, ich bin eigentlich 2 Jahre lang mit der Familie geflohen. Sie sind in Danzig geboren und sind quasi nach Westen gekommen, Richtung Westfalen. Ist das etwas gewesen, was Ihr Leben so bestimmt hat, dieses Erlebnis, dass Sie gesagt haben, ich muss mich um Flüchtlinge, um Menschen kümmern, die meine Hilfe brauchen? Ich denke, dass das Kindheitserlebnis, das ich gehabt habe, das größte war, das man sich vorstellen kann. Ich habe erlebt, dass meine Mutter nicht mehr wusste, wie sie uns schützen kann. Ich habe erlebt, wie wir vor einem Schiff standen, das ausgelaufen ist, von dem uns danach gesagt wurde, dass 6.500 meiner Landsleute ertrunken und erfroren sind. Wir waren dann auf dem Treck. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, dass vor mir Menschen zusammengebrochen sind und tot waren. Das vergisst sich. Und das mit 6 Jahren. Und das vergisst sich nicht für ein Kind. Das Kind hat eine unglaubliche Speicherungskraft für die Bilder, die es damals aufgesogen hat. Und ich kann mich erinnern, dass ich manchmal in Flüchtlingslagern Bilder habe hochkommen sehen in mir, die genau das von damals wieder hochgebracht haben. Also diese Erfahrung, die 12 bis 13 bis 14 Millionen meiner Mitbürger damals gemacht haben, hat ganz sicher dazu beigetragen, dass wir in der Folgezeit das europäische Land wurden, in dem die humanitäre Hilfe am stärksten war, am eindringlichsten, am effektivsten. Man muss ja noch mal sagen, das sind über 12, Sie haben die Zahl gerade schon mal erwähnt, 12 bis 13 Millionen gewesen nach 45, die aus dem Osten Richtung Westen in teilweise furchtbarem Zustand im Westen angekommen sind. Wenn Sie selber diese Erlebnisse immer wieder hochkommen, merken, ist das der essentielle Anstoß Ihrer Barmherzigkeit, Ihrer Hilfe, die ja Ihr Leben bestimmt hat? Ich vermute ja. Man weiß ja über sich selbst nicht immer alles, sodass ich nicht sagen kann, das ist der einzige Grund. Es gibt im menschlichen Leben mehrere Motivstränge, die nebeneinander sind. Aber das war bestimmt ein ganz wichtiger. Die Erfahrung, dass in einer Gesellschaft, in der die Wirtschaft nicht existierte, sondern demontiert wurde, wie man hier in diesen Räumen sehen kann, in der wir Menschen hatten, die alle gelitten haben durch den Krieg, haben diese, meine deutschen Mitbürger, 12,5 Millionen Menschen aufgenommen. Das zeigt ja, dass wenn ganz große Not ist, die Bereitschaft von Menschen, etwas zu tun, immer noch größer wird, als wir uns das vorstellen können. Heute können wir uns das nicht mehr vorstellen, aber wir müssen es akzeptieren, weil es geschichtliche Wahrheit ist. Aber wenn Sie jetzt die Lage damals vergleichen, das ist sehr schwer, aber wenn wir so etwas sehen, wie das, was hier im Museum steht, was uns erinnern soll an die Situation, in der die Flüchtlinge nach Westdeutschland gekommen sind. Wir sind ein reiches Land. Wir haben viele reiche Menschen. Wir haben einen breiten Mittelstand. Das ist eine ganz andere Situation. Wir müssten die eigentlich viel leichter aufnehmen können. Das können wir in gewisser Weise auch. Aber uns fehlt manchmal die Fantasie, uns vorzustellen, was Menschen, die auf der Flucht sind, am dringendsten brauchen. Die brauchen nicht unbedingt das, was die Administration und Politik uns jeden Tag sagt, standardisierte Unterkünfte oder ein besseres Essen oder ein besseres Handtuch für die Hygiene. Nein, das Wichtige für einen Flüchtling, der traumatisiert ist, der den Vertrauen in die Menschheit verloren hat, das Wichtigste ist eine Sicherheit, dass nur jemand ihm geben kann, der ihn anguckt, freundlich anguckt, der ihm vielleicht die Hand gibt, der bei ihm bleibt, der den nächsten Gang zu den Ämtern, zum Ausländeramt und zum Arbeitsamt mit ihm zusammen macht, weil er die Fragebogen da gar nicht unterschreiben kann, weil er gar nicht weiß, was da verlangt ist. Die Sicherheit, diese freundliche, menschliche Aufnahmebereitschaft von
von Hunderttausenden von meinen Mitbürgern jetzt, das ist wieder mal etwas ganz Großartiges. Ist das denn so, dass Sie sagen können über die jetzige Situation, ja, diese Hilfsbereitschaft ist da. Wir sehen hier Fotos, wir sehen Gesichter von weinenden Menschen, die gen Westen ziehen und genau das erwarten und erhoffen, was Sie jetzt gerade beschrieben haben. Ist das eine Reaktion, die Sie in der deutschen Bevölkerung spüren, sehen? Eine ganz starke Reaktion. Und ich möchte gerne, dass die noch stärker auch über unsere Medien vermittelt wird. Weil es gibt nicht nur das Elend und es gibt nicht nur das Versagen von zwei EU-Staaten. Es gibt nicht nur die furchtbare Situation, dass die Türkei alles aufmacht und uns durcheinander bringt. Es gibt auch die Situation, dass zigtausende in allen Kreisen und Kommunen in Deutschland sich aufmachen. Ich höre das von Ausländerbeauftragten, die sagen, wir kommen gar nicht nach mit der Registrierung derer, die unbedingt was tun wollen. Und die tun auch was ganz Faktisches, ganz Praktisches. Deutschunterricht geben, Patenschaften übernehmen, medizinische Versorgung übernehmen. Wenn das nicht wäre, wäre unsere Flüchtlingsaufnahme schon zusammengebrochen in der Politik. Jetzt gelten wir Deutschen ja als diejenigen, die die Bürokratie am besten im Griff haben, bürokratisch sind, nach dem Gesetz schauen, nach irgendwelchen Paragraphen schauen. Haben Sie den Eindruck, dass wir das im Augenblick auch tun, dass darunter diejenigen leiden, die bei uns Zuflucht suchen? Ganz eindeutig ja. Wir haben einen Verschiebebahnhof uns ausgedacht von diesem Erstaufnahmelagern in Kommunen, dann nochmal, dann nach Zirndorf und dann wieder zurück. Manchmal werden Familien dabei auseinandergerissen, aber aus guten bürokratischen Gründen. Es ist unerträglich, was wir uns da leisten, gerade bei einer solchen Massenansturm von Menschen. Wir könnten wirklich, da wir uns darauf verlassen können, dass in der Mehrzahl der Bundesländer eben eine Bereitschaft ist bei der Bevölkerung, könnten wir uns wirklich darauf verlassen, dass Menschen, die einfach in Quartiere gebracht werden. Es gibt auch Menschen, die wollen gerne jemanden aufnehmen. Das scheitert daran, dass die Standards dieser Unterkünfte nicht in Ordnung sind. Oder der Kardinal von Köln hat ein Kloster freigemacht. Da gibt es drei verschiedene Grundtypen, die da hindern, dass das ist. Eine heißt zum Beispiel Denkmalschutz. Also man darf nicht in Denkmalschutzhäuser irgendwen von Flüchtlingen reinbringen. Also wir stehen uns ständig im Wege als Deutsche. Und das würde ich gerne ändern. Ich glaube aber, dass die Politik dabei ist, das zu ändern. Der Innenminister hat das vor zwei Wochen gesagt. Er ist dabei, ein neues Gesetzespaket zu entwickeln. Nur wird das lange dauern. Wir werden das nicht schnell bekommen. Mhm. Trotzdem kann man sagen, dass die Deutschen, wir haben jetzt gerade noch mal den Blick in die Vergangenheit geworfen, flexibler geworden sind, wenn sie helfen wollen und auch einmal ein Auge zudrücken. Nicht mehr so wie in den vergangenen Jahrzehnten sagen, wir machen nur das, was Gesetz ist und was in den Paragraphen steht. Das ist ein ganz großer Mentalitätswandel in meinem Volk. Darüber bin ich unendlich froh. Wir haben den Beginn schon gehabt damals beim Bosnienkrieg, als mit einem Schlag die Innenminister der Länder gesagt haben, 380.000 Bosnier, muslimische Bosnier, kommen zu uns, weil es keinen anderen Weg gibt, sie zu schützen. Damals war das eine ganz große Gemeinschaftsleistung von Regierungen und Bevölkerung. Und das setzt sich jetzt wieder fort bei dieser Tragödie mit den Syrern, mit den Irakern, mit den Afrikanern, mit den Eritreern. Sie sind ja selber Journalist von Hause aus und Sie haben ja lange als Journalist gearbeitet und gleichzeitig parallel, was eine besondere Leistung ganz sicher darstellt, geholfen weltweit. Welche Bedeutung kommt denn da Medien zu? Wir sehen in einem vergleichsweise enormen Ausmaß zu früher Bilder, Filme, überall werden wir im Grunde genommen umringt von dem, was den Flüchtlingen passiert, was ihnen auf dem Meer passiert. Wir sehen furchtbare Bilder. Ist das ein zusätzliches Momentum, was die Menschen bewegt? Oder stumpft sie da auf Dauer auch ab? Ich bin ganz sicher, dass das ein ganz großes Moment ist, das auch Bevölkerungsschichten erreicht, die bisher von Herkunft her ihre frömmsten Stunden zum Beispiel nicht in der Kirche verbracht haben oder so. Ich fand es sehr eindrucksvoll, dass die Bild-Zeitung ein Bild gebracht hat, das weltweit bekannt wurde, mit diesem toten syrischen Jungen an der Küste von Latakia am Mittelmeer in Syrien. Ich fand es sehr eindrucksvoll,
dass wir selbst in solchen Medien, denen ich das nicht zugetraut habe, um es ganz klar zu sagen, auf einmal eine Bereitschaft da ist, für diese Menschen zu werben und nochmal zusätzlich dazu Informationen zu geben, was man alles tun kann. Ich glaube, wir sind in einem großen Mentalitätswandel. Ein Kollege von uns hat gesagt, das ist das zweite Sommermärchen. Zu sehen, dass in Budapest die Menschen, die dort ankommen, sagen mit Lautsprecherchören, dass sie unbedingt Deutschland erreichen wollen. Das hätte sich, glaube ich, nach 1945 hätten wir uns als geschlagenes, geschundenes und zu Recht kritisiertes und verachtetes Volk hätten wir uns nicht träumen lassen. Ja, hier im Haus der Geschichte in der Bibliothek, da gibt es eine ganze Regalseite, die sich nur mit Flüchtlingen beschäftigt. Und das ist eigentlich das Thema Ihres Lebens gewesen. Und im Grunde genommen muss man sagen, 1979 beginnt diese Geschichte und die hängt ganz eng mit der Kap Anamur zusammen. Sie haben Flüchtlinge im Südchinesischen Meer vor dem Tod bewahrt. Wie ist es eigentlich damals dazu gekommen? Also ich habe das nicht getan, das haben viele getan, das muss ich immer ganz dazu sagen. Also Sie waren der Initiator? Ja, ich war der Initiator, aber es gab einen Mitinitiator, ohne den wäre das nicht gelaufen. Weil man braucht für eine solche Aktion, braucht man jemanden, dessen Ruf in Deutschland so groß ist, dass er nicht übersehen werden kann, zumal von den Medien. Ich war am 1. Februar 1979 in Paris, um Jean-Paul Sartre zu interviewen. Mein großer Traum, und dieser Traum hat sich verwirklicht, aber ich habe zugleich erlebt, dass Jean-Paul Sartre in einem Komitee für ein französisches Schiff war. Ein Schiff, das hieß Île de Lumière, Insel des Lichts. Und die französischen Freunde haben gesagt, wie das immer so ist zwischen Deutschen und Franzosen, die Franzosen haben die tollen Ideen, wir haben das Geld. Ich sollte zurückgehen und für das Schiff werben. Ich hatte aber von allem keine Ahnung, weder von humanitärer Organisation, noch von der deutschen Öffentlichkeit, noch von dem, was man vornehm Fundraising, also Spenden einsammeln nennt. Ich habe im Zug nach Köln nur einen Brief an Heinrich Böll geschrieben und habe ihm gesagt, ist das eine tolle Idee? Und er hat zwei Tage später angerufen und das war die Gründungsurkunde für alles, was gekommen ist. Er hat gesagt, Neudeck, das müssen wir tun und ich bin dabei. Und er war auch dabei. Ich kann nie vergessen, was Heinrich Böll bis zu seinem Tode 1985 für uns bedeutet hat. Er war unser Berater in extremen Situationen, in die wir gekommen sind. Er war unser bester Freund. Er hat diese Aktion gegen die damalige linke Meinung, die es in der Gesellschaft immer noch sehr dominierend gab, dass man nämlich jemanden, der in Vietnam von den Amerikanern befreit worden ist, den müsste man eigentlich nicht retten. Gegen diese Meinung hat dieser Urhumanist, Urhumanitäre, Urchrist Heinrich Böll ist angegangen und damit konnten wir dieses Unternehmen Kap Anamur langsam beginnen. Das dauerte noch ein halbes Jahr, weil wir brauchten eine Fernsehsendung. Das ist ja gut, das heute noch mal zu erwähnen. Es gab damals einen Journalisten, der diese Sendung gemacht hat, der hieß Franz Alt. Das ist der zweite, den ich erwähnen muss, weil ohne diese Sendung hätten wir das nicht hinbekommen. Und ich besinne mich noch, dass vom ARD-Studio hier in Bonn, das war ja alles noch nicht Berlin, und vom ZDF-Studio ich angerufen wurde, sie haben da so einen Wisch bekommen, da steht der Name Heinrich Böll drauf. Kommt der auch? Ja, ich sagte, kommt auch. Macht der auch das Maul auf? Ja, ich sagte, redet auch. Ja, dann kommen wir. Das heißt, was das war, war eigentlich ganz unwichtig. Aber wichtig war, dass dieser Böll dabei war. Und dann haben wir nach der Fernsehsendung von Franz Alt, das war dann im Juli, mit einem Schlag 1,3 Millionen DM bekommen von der deutschen Zuschauerbevölkerung. Und das war der Auftrag, ein eigenes Schiff neben dem französischen zu machen. Sie sind mal bezeichnet worden als humaner Quälgeist. Wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie immer wieder auf bestimmte Miseren, auf Hilfsbedürftigkeit hingewiesen und haben tatsächlich die Bevölkerung, aber ja auch ganz viele Organisationen, die Bürokratie, über die wir gerade gesprochen haben, dazu bewegt, sich zu bewegen, Geld zu spenden, Hilfeleistungen zu spenden?
Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die Bereitschaft in der Bevölkerung damals unglaublich groß war. Die Bundesregierung und die Länderregierungen wollten das Unternehmen nicht. Aber die Bevölkerung wollte das. Und die hat uns das Geld gegeben. Es ist keine müde Mark der Bundesregierung in dem Schiff drin gewesen. Und das hat uns diese wahnsinnige Unabhängigkeit gegeben. Wir konnten das eben tun. Und wir waren eben über eine dann doch freundliche Regierung in der Lage, diese Menschen fast zu 100% nach Deutschland zu bringen, nach einem Transitaufenthalt in Südostasien. Die Bereitschaft von Menschen, die zu uns kamen, war so groß. Ich besinne mich, dass Dieter Hildebrand, den ich damals noch nicht kannte, schickte einen Postbrief, es gab überhaupt noch keine Mails, und legte da einen 500-Mark-Schein rein und sagte, die Idee ist so verrückt, aber ich liebe Verrückte. Und das war, glaube ich, damals so dieses leise anarchische Bedürfnis, etwas gegen eine eigene Regierung zu tun, was man manchmal braucht, um Menschen in Not zu retten. Ja, aber jetzt gibt es ja ganz viele, ganz große Organisationen, die sich um Menschen kümmern, die in Not sind. Man will die Namen ja gar nicht alle erwähnen. Die sind teilweise auch immer mal wieder ins Zwielicht geraten. Hat man gesagt, was passiert denn eigentlich mit diesen Spendengeldern? Es hat ja auch Situationen gegeben, wo plötzlich die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung zwar da war, aber die Skepsis gegenüber den großen Organisationen auch sehr groß wurde. Sie sind immer so ein bisschen der Einzelkämpfer gewesen. Sie haben natürlich eben Heinrich Böll erwähnt und eine Reihe anderer Freunde und Mithelfer. Haben Sie den Eindruck gehabt, gerade deswegen, weil Ihre Person so stark war, so authentisch war, ist es Ihnen leichter gefallen, Hilfsgelder zu bekommen, zu helfen damit auch? Nein, nicht deshalb. Das kann auch ein Motiv gewesen sein, das würde ich nicht wegstreichen. Aber wir waren ein Familienunternehmen. Wir hatten keine Bürokratie. Das wirkte bei der Bevölkerung unheimlich groß. Also alle, die bei Ihnen angerufen haben, die kamen im Reihenhaus in Troisdorf genau an. So Ihre ist Frau es. Hat ja. Im Grunde genommen die Organisatorin und Bürochefin gemacht. Ja. Und ja. Da war auch so der Eindruck immer da, naja, also da versickert das Geld nicht, sondern das kommt auch tatsächlich an. Genau das war der entscheidende Punkt, der die Attraktion dieses Unternehmens so gewaltig gemacht hat. Also einmal diese Nichtbürokratie, dass wir darauf verzichtet haben, Festanstellungen zu machen. Das zweite war natürlich ein Glücksfall. Wenn man ein Schiff hat, das ist natürlich, das weiß man beim Fernsehen ganz besonders, dann ist das natürlich, das ist eine Aktion, die ein Bild ist. Die muss man nicht erst zum Bild machen, wie jetzt mit dem jungen Syrer an der Küste von Latakia. Das ist ein solcher Schub, der dann durch die Gesellschaft geht. Und dann war das auch noch ein Riesenschiff mit, Gott sei Dank war es noch kein Containerschiff, sondern es hatte Kräne, es hatte sogar einen Hubschrauber an Bord zu Zeiten und konnte über das Südchinesische Meer mit dem Hubschrauber rumgehen und die Menschen finden, suchen und ihnen Nachrichten abwerfen, damit sie in die richtige Richtung zu dem Schiff fuhren. Manchmal denke ich, es ist ein Traum gewesen. Das ist gar nicht Wirklichkeit, wenn ich an diese wunderbare Zeit zurückdenke, wo man total identisch war mit seiner Bevölkerung, auch mit größten Teilen seiner Regierung. Manchmal denke ich, es kann eigentlich nicht wahr gewesen sein. Dann kam noch dazu, dass diese Vietnamesen alle für uns unglaublich gut sich eingelebt haben in diese Gesellschaft, was wir gar nicht wussten, was ein Geschenk war dieser Menschen an uns. Also alles das ist eigentlich ein Traum, ein demokratischer Bürgerinitiativentraum. Sie haben mal einen Satz gesagt, ich möchte nie mehr feige sein. Wo kommt dieser Satz her? Wenn wir sprechen über die Erlebnisse als Sechsjähriger bei der Flucht von Ost nach West, bei dem, was Sie dort in den 2 Jahren erlebt haben, kann man sich eine starke Motivation vorstellen. Aber was bedeutet dieses, ich will nicht feige sein oder nie mehr feige sein? Das war die klare Erkenntnis, als ich dann zur Schule ging, dann zum Gymnasium ging. Da wurde mir natürlich als jungen Deutschen klar, in welcher verzweifelten Situation unsere deutsche Gesellschaft durch den Bruch in der deutschen Geschichte gekommen ist. Und wir wussten alle nicht, wie wir aus dieser Totalkatastrophe des Holocaust herauskommen könnten. Und ich habe mir nur daraus die Lehre gezogen, es war ja oft Feigheit,
innerliche Feigheit oder äußerliche, unmittelbare oder mittelbare Feigheit, die viele von uns dazu gebracht haben, eben nicht wie Sophie Scholl und Hans Scholl in München einfach Flugblätter abzuwerfen und zu wissen, dass sie dann dran sind. Ich habe mir daraus die Lehre gezogen, wir dürfen die Lehre dieses Krieges und der Verbrechen, die wir begangen, die im deutschen Namen begangen, wir dürfen die nur durch viel mehr Mut in der Zukunft ausgleichen, dadurch, dass wir überhaupt nicht gelten lassen, dass das nicht geht, zu Menschen zu gehen, die in Not sind. Dass das nicht geht im Südchinesischen Meer, was ist das für eine bekloppte Idee? Das müssen wir unbedingt tun. Das ist das, was ich mit der Formel meine, nie feige sein. Aber hat das funktioniert? Haben Sie den Eindruck, dass in den letzten Jahrzehnten eine Gesellschaft in Deutschland entstanden ist, die dem Anspruch, den Sie damit geäußert haben, stärker entspricht als früher? Das weiß ich nicht, aber ich möchte das für mich aufrechterhalten. Ich möchte das für mich aufrechterhalten, weil ich mir vorstellen kann, dass das Wirkung zeigen kann. Das ist jetzt auch eine wichtige Motivation für mich im Sachsen, im Osten Deutschlands zu sein, wo es ja eine andere Situation gibt, wo sehr viel mehr Feindseligkeit gegenüber Ausländern herrscht. Ich habe einen Schwur mir gegeben, als junger Mensch, der aus der Zeit des nationalsozialistischen Elends herausgekommen ist. Ich möchte nie mehr in einer Gesellschaft, dass hier Menschen diskriminiert, schlecht behandelt, geschlagen oder gefoltert werden, das darf in deutschen Namen und in deutschen Landen nie wieder passieren. Ich bin jedenfalls bereit, mich dafür total zu schlagen. Das, was Sie gerade angesprochen haben, ist eine Reaktion in Teilen von Deutschland. Sie sagen gerade auch vor allen Dingen in ostdeutschen Ländern und Regionen, in denen gerade ganz wenig Flüchtlinge, ganz wenig Ausländer, ganz wenig Nichtdeutsche sind. Hat das einen Zusammenhang? Ja, das hat einen Zusammenhang. Man muss sich das auch klar machen. Ich möchte mir das auch klar machen. Das ist keine Entschuldigung, aber eine Erklärung gibt es schon. Die Mitbürger in Ostdeutschland haben 40 Jahre verloren, in denen wir im Westen uns langsam daran gewöhnen konnten, dass Türken, Tamilen, Vietnamesen unsere Nachbarn sein können. Das war auch nicht uns in die Wiege gelegt. Das ist langsam gekommen. In dieser Zeit mussten die Mitbürger in der DDR unter der Käseglocke einer verblödenden Ideologie des Internationalismus leben. Das heißt, es wurden ihnen Vertragsarbeiter aus den Staaten des kommunistischen Bereichs, aus Mosambik, aus Angola, aus Namibia, aus Äthiopien, aus Vietnam, aus Nordkorea, in das eigene Nest gesetzt und die durften keine Beziehung zu denen haben. Das heißt, es hat überhaupt keine organische Heranführung an zum Beispiel das Erlebnis, das man haben kann, mit Menschen anderer Herkunft und Kultur zusammenzuleben. Das ist ja kann ja eine ganz wunderbare Bereicherung für uns sein, wenn wir nicht nur im eigenen Saft schmoren. Das hat es für diese Bürger noch gar nicht gegeben. Sie sind diese Menschen erst losgeworden und haben jetzt die Sorge, dass es zu schnell geht, dass ihnen andere reingesetzt werden. Da kann man aber ganz viel tun. Ich bin auch da zuversichtlich, dass es in einer bis zwei Generationen so ist, dass wir da wirklich gesamtdeutsch denken und agieren. Wie muss denn Politik darauf reagieren, bei denen, die das politisch instrumentalisieren? Sie sprechen jetzt eigentlich von einem Mentalitätswandel, der vielleicht in ein, zwei Generationen stattfinden kann. Dann wird man möglicherweise dieses Fremde genauso als Motivation, als erfrischend, als neu, als kreativ ansehen. Aber es gibt ja auch politische Gruppen, die es instrumentalisieren. Was muss die Politik denn aus Ihrer Sicht da tun? Klarheit und Offenheit demonstrieren. Was wir jetzt haben, ist ein Schleier von politischer Korrektheit. Wenn die ostdeutschen Ministerpräsidenten sich treffen, sagen sie, nein, nein, es gibt nur ein gesamtdeutsches Problem. Das ist so falsch, wie wenn man jetzt sagt, es gibt nur ein europäisches Problem und kein griechisches und kein ungarisches. Das ist einfach falsch. Ich möchte nicht, dass Falschheit uns bestimmt, sondern dass wir
die Probleme, die es gibt, aufgrund auch der Vereinigung, die wir alle ersehnt haben, dass die Probleme offen angesprochen werden. Es kann gar nicht genug Offenheit dafür sein, uns zu fragen, warum ist das so bei unseren Landsleuten in Sachsen und in Sachsen-Anhalt. Aber jetzt gehen wir mal auf die aktuelle und sicherlich nicht nur aktuelle, sondern wahrscheinlich auch in die Zukunft gerichtete Frage ein. Wie müssen wir denn mit dem umgehen, was da an, ja, man muss das schon sagen, an Flüchtlingswelle auf Europa zuläuft? Eine Flüchtlingswelle, die ja durchaus differenziert wird in diejenigen, die aus Kriegsgebieten kommen, wie die Syrer, und diejenigen, die zum Beispiel aus dem Balkan kommen und die man so als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet. Muss man das sinnvollerweise auch so unterscheiden? Ich würde die Begriffe nicht so verwenden, weil man ist entweder ein Flüchtling oder nicht. Das heißt, wir haben versäumt, in der Europäischen Union schon bei Bulgarien und Rumänien in den Zugangskatalog für diese Staaten etwas hereinzuschreiben, was vielleicht wichtiger ist als alles andere, nämlich keine Minderheiten zu diskriminieren, das ist Voraussetzung für die Aufnahme in die Europäische Union. Das haben wir bei Rumänien nicht gemacht, deshalb kommen von da auch sehr viele. Bulgarien haben wir es nicht gemacht. Wir machen es jetzt auch noch nicht bei den Fragen mit Serbien im Austausch über die Frage, wann wird Serbien EU-Kandidat oder Mazedonien oder Montenegro. Ich wünschte mir, deshalb sind diese Menschen aus dem Balkan, ich kenne den Balkan und kenne Kosovo und Bosnien sehr, sehr gut aufgrund der Kriegszeit. Diese Menschen sind nicht diejenigen, die wir hier als Flüchtlinge brauchen. Die brauchen wir als ausgebildete Arbeitskräfte, vielleicht ein bisschen mehr in der Zukunft. Und die könnten das auch durchaus dokumentieren, indem sie in ihren Ländern Deutsch lernen würden, neben ihrer Berufsausbildung. Dann würden sie hier von der deutschen Wirtschaft sehr gerne angenommen. Aber bitte nicht als Flüchtling. Aber das ist ja das, was viele ja im Zusammenhang mit Kriegsflüchtlingen, zum Beispiel aus Syrien, durchaus positiv empfinden. Da wird gesagt, das sind zum Teil junge Leute, das sind zum Teil sehr gut ausgebildete Menschen. Da sind viele Ärzte dabei, die wir durchaus gebrauchen können. Müssen wir das unter diesem Aspekt sehen, die können wir brauchen, die anderen können wir nicht gebrauchen, deswegen müssen wir mit denen anders umgehen? Nein, das kann man doch aus humanitären Gründen nicht tun. Aber man kann pragmatisch sein. Man kann sehr pragmatisch sein und sagen, diese syrische Gesellschaft, und das haben wir erlebt bei unserer Arbeit dort, ist eine Mittelstandsgesellschaft, hat ein Ausbildungsniveau, was unserem entspricht. Und da von denen, die als Flüchtlinge zu uns kommen, werden wir ganz sicher, wird die deutsche Wirtschaft ganz sicher ganz viele brauchen können. Wir haben jetzt schon über 1000 Ärzte aus Syrien, die jetzt schon hier als Deutsche anerkannt sind und die wir sehr dringlich brauchen. Das ist kein Grund, die zu nehmen und die anderen wegzuschicken. Nein, natürlich nicht. Wir müssen beide nehmen, andere müssen wir dann auch ausbilden. Und das ist nicht der entscheidende Unterschied. Aber wenn Sie jetzt den Balkan angesprochen haben, nehmen wir mal Menschen aus Albanien, die aus einem sehr armen Land kommen. In diesen Ländern geht es aus verschiedensten Gründen nicht voran unter unserem Aspekt der, sagen wir mal, ökonomischen Entwicklung. Wir können deren Probleme aber doch von Deutschland aus nicht lösen. Müssen wir dann die aufnehmen oder was machen wir mit denen? Nein, wir können sie auch aufnehmen, wenn sie, wie gesagt, einen Anlass bieten aufgrund ihres Berufes, den sie gelernt haben, und aufgrund möglicherweise der deutschen Sprache, die sie irgendwo gelernt haben beim Goethe-Institut in Tirana. Aber wir können uns nicht zum Ziel machen, die Ärmsten der Armen aus der ganzen Welt zu uns hinzubringen, denn das würde auch für Regierungen, die dort sind, kein Anreiz mehr sein, im eigenen Land etwas zu tun. Wir sollten unsere Verbindung zu Albanien und zum Kosovo natürlich massiv verstärken in Bezug auf Unterstützung der Infrastruktur, auch auf Unterstützung einer Wirtschaftsform, die dort, das hat in Titos Jugoslawien nie geklappt, war immer dafür, im Kosovo eine Solarindustrie aufzubauen, weil der ganze Balkan hat noch keinen ersten Hinweis darauf, dass es alternative erneuerbare Energien gibt. Das könnte zum Beispiel etwas sein, was den Kosovo auszeichnen würde. Dazu brauchen wir wirtschaftliche Fantasie, wirtschaftliche Vernunft und wirtschaftliche Pragmatik. Dann wird das gelingen. Wir haben aber einen Kontinent, der nun ganz besonders schlecht dran ist, die afrikanischen Länder, über 50 Länder, in denen ja
in der Regel nicht wirklich ein Vorwärtskommen zu erkennen ist. Wir haben aber eine enorm junge Bevölkerung, eine stark wachsende Bevölkerung. Wenn wir mal den Blick auf die Zukunft wenden und jetzt mal davon ausgehen, dass es nicht unbedingt eines Krieges bedarf, da werden möglicherweise doch Millionen Richtung Europa wandern. Das sind auch Millionen, das sind nicht mehr Hunderttausende. Die UNO-Agenturen sprechen sogar von 18 Millionen. Das ist meistens eine falsche Zahl, aber wenn man davon ausgeht, dass die Hälfte das sind, reicht es auch noch aus, uns ein wenig den Kopf zu verdrehen. Das sind junge Menschen, die nicht unbedingt zu uns kommen wollen, um bei uns zu bleiben. Sondern das sind junge Menschen, die ihre Perspektive nicht sehen in ihrem eigenen Land. Wo sie auch keine Regierung haben, die den Namen verdient. Das ist das Schlimme an Afrika. Wir haben eine unglaubliche Zahl an afrikanischen Regierungen, die sich einen Dreck darum kümmern, dass ihre jungen Leute jetzt auf dem Mittelmeer ertrinken. Das heißt aber im Grunde, wenn wir von der Perspektive sprechen für die nächsten Jahre, ist es eigentlich eine Perspektive für die nächsten Jahrzehnte. Wir werden unter Umständen mit Millionen Flüchtlingen zu tun haben. Wie können wir das bewältigen? Das weiß ich natürlich nicht. Das wäre ja auch tollkühn, wenn ich das jetzt sagen würde. Aber ich weiß zumindest, was man jetzt tun könnte, anfangen könnte. Man müsste in 2, 3 nordafrikanischen Ländern, in denen auch deutsche Wirtschaft schon aktiv ist, Marokko, Tunesien, Ägypten, müsste man Berufsausbildungsprogramme machen für diese jungen Leute, damit sie, wir haben das rausgefunden bei unserer Arbeit in Mauretanien, ein junger afrikanischer Migrant kann nicht aus eigener Kraft zurück. Weil dann ist er seines Lebens nicht sicher. Er hat die Hälfte des Kredits verbraucht und kann nicht sagen, ich habe gesehen, das ist alles ganz gefährlich, da werden Leichen angeschwemmt. Wenn er aber einen Beruf, der dort gebraucht wird, erlernt hat und hat ein Zertifikat, dann kann er sich als Bautechniker, Solartechniker, Elektrotechniker, Kfz-Mechaniker, kann er sich erlauben, zurückzugehen. Das ist möglich. Das wünsche ich mir jetzt eigentlich als erste Maßnahmen. Und das Zweite wäre, da wir alle wissen, dass die Entwicklungspolitik so, wie wir sie getrieben haben, nicht das gebracht hat, schon gar nicht für den Gesamtkontinent, wäre jetzt ein radikales Umdenken erfordert. Die einzelnen Staaten Europas, der EU, die dazu in der Lage sind, Entwicklungspolitik zu machen, das sind etwa 14 bis 16, die müssten mit einem Land in Afrika, das schon weiter ist als die üblichen, die in der Korruption versinken, müssten mit einem Land ganz große Beziehungen aufnehmen, Partnerbeziehungen, wo es auch möglich ist, dass einmal im Jahr eine gemeinsame Kabinettssitzung stattfindet, was wir ja mit Frankreich alle 3 Monate haben. Also dann würden, glaube ich, die Verhältnisse zwischen dem Kontinent, der ja verlassen ist. Die Bundeskanzlerin geht einmal im Jahr nach Afrika. Und ein Kollege von uns hat geschrieben, dass bei dem letzten Besuch sie mehr in der Luft war als am Boden. Also das beleidigt die Menschen auch. Der chinesische Ministerpräsident ist 3 Wochen in Afrika gewesen und hat ganz viel Zeit sich genommen. Ich glaube, wir müssen wieder lernen, ein bisschen bescheidener zu werden und damit Schwerpunkte zu setzen, Leuchttürme zu bauen, die dann auch strahlen auf dem Kontinent, wo auch einzelne junge Afrikaner nicht mehr den Weg nach Schengen-Europa machen, sondern nach Ghana oder Tansania oder Ruanda. Herr Neudeck, ganz zum Schluss, Heinrich Böll hat für Sie ein Gedicht geschrieben. Das ist ein oft zitiertes Gedicht. Es ist schön, ein hungerndes Kind zu sättigen, ihm die Tränen zu trocknen, ihm die Nase zu putzen. Es ist schön, einen Kranken zu heilen. Wie lange können Sie das noch machen? Sie sind 1939 geboren, haben wir gesagt. Sie haben enorm viele Tränen getrocknet. Wenn Sie da zurückgucken, man muss Ihnen anmerken, das muss man feststellen, dass Sie gar nicht aufhören wollen. Wie lange können Sie das noch durchhalten? Das weiß ich nicht, aber solange ich mich noch wohlfühle und unterstützt werde von so vielen, die das mitmachen, ganz besonders von meiner Frau und von der Familie, glaube ich, dass es keinen Grund gibt zu sagen, ich bin ein bisschen zu alt. Ich weiß nicht, was zu alt ist. Also die deutsche Kameralistik sagt, dass man mit 65 zu alt ist.
Das war ich beim Deutschlandfunk, da war ich sogar noch im Vorruhestand und danach habe ich erst meinen zweiten Beruf richtig machen können. Das war Kapernaumur und danach haben wir die Grünheime gegründet. Also ich denke, es soll uns allen weiter das Abenteuer nicht erspart werden, bei dieser Arbeit Freude zu haben. Freude zu haben und diese Schönheit mitzuerleben, die Heinrich Böll in diesem wunderbaren Text uns mitgegeben hat. Nodek, ganz vielen Dank. Danke.